In einem vorherigen Video habe ich gezeigt, wie man für diese Schaltung dieses Gleichungssystem aufstellt, um diese Schaltung mit der Knotenspannungsanalyse zu berechnen. In diesem Video möchte ich mal zeigen, wie man dieses Gleichungssystem jetzt nun tatsächlich löst. Und zwar möglichst effizient und einfach. Und das soll mal in Octave passieren. Wenn man diese Software nicht hat, kann man die einfach hier von dieser Webseite runterladen. Man kann das natürlich auch im MATLAB machen. Aber Octave ist kostenlos und quelloffen und eine sehr schöne Alternative, die vor allem auch auf alten Laptops läuft, wie auf diesem hier. Ich mache das einfach hier in der Kommandozeile. Man kann das auch in einen Editor schreiben und dann mehrfach ausführen lassen, dieses Programm, wenn man immer mal Sachen verbessern will. Ich packe das tatsächlich jetzt hier direkt rein. Und der erste Schritt ist, wir müssen jetzt erstmal diese Matrix hier in Octave übernehmen. Ich fülle da direkt gleich die Werte rein. Das waren ja hier alles die Admittanzen, die Leitwerte, das Reziproke der Widerstände. Die Widerstände waren alle 10 Ohm groß. Und dann brauchen wir noch die Admittanz von der Induktivität. Das war 1 durch J. 1 durch J kann man auch schreiben als minus J. Und der Blindwiderstand der Induktivität, der Betrag der Impedanz, das waren auch 10 Ohm. Das Reziproke davon sind also auch 0,1. So, und in diesem Sinne brauchen wir jetzt eine Y. Matrix und die muss gefüllt werden. Eine Matrix wird begrenzt durch eckige Klammern und da steht jetzt eben drin 0,1 minus 0,1 J. Dann ein Leerzeichen trennt einfach die Einträge in der Matrix. Dann hatten wir da ein minus Y1, das ist 0,1 mit einem Minus allerdings davor. Und ein Minus YL, das sind 0,1 J, denn das Minus und das Minus vor dem J heben sich auf. In der nächsten Zeile stehen auch minus 0,1, dann auf der Hauptdiagonale 0,1 plus 0,1 schreibe ich mal so hin. Und eine 0, denn zwischen Knoten 2 und 3 war nichts angeschlossen. Und in der letzten Zeile standen nochmal das YL. Das waren 0,1 J, also wegen des Minus YL, dann nochmal die 0 und nochmal 0,1 minus 0,1 J. Eckige Klammer zu, ich lasse mal das Semikolon weg, sodass das Ergebnis ausgegeben wird. Jetzt kann man diese Matrix nochmal überprüfen. Hauptdiagonale sieht gut aus, Nebendiagonalen sehen auch gut aus und hier stehen die 0. Okay. So, also diese Matrix haben wir. Jetzt brauchen wir noch den Vektor mit diesen Quellströmen. Da steht halt das IQ drin. Das hat einen Wert von 1 und die anderen Einträge sind alle 0. Also I, Vektor, auch eckige Klammer, dann steht eine 1 und in den beiden anderen Zeilen steht ein 0. Kriegen wir einen Vektor, wo eine 1 und zwei 0 drin stehen. So, jetzt kann man im Sinne dieser Gleichung die Knotenspannung als Vektor ausrechnen. Dazu brauchen wir das Inverse dieser Matrix mal diesen Vektor. Also die Knotenspannungen als Vektor ergeben sich aus dem Inversen dieser Y-Matrix. Das kann man numerisch auch noch effizienter hinschreiben, aber so ist es erstmal verständlich. Also Y hoch minus 1, das Inverse dieser Matrix kann man mit dieser Inf-Funktion ausrechnen und das Ganze mal den Vektor der Ströme. Und ich lasse das Semikolon weg, sodass wir das Ergebnis sehen und dann kommt daraus die Knotenspannung. Es gibt drei Knotenspannungen wegen den drei Knoten. Die erste ist 8 Volt plus J 4 Volt. Das entspricht auch dem, was wir hier mal mit dem wir in dieser Rechnung gestartet sind. Ja, weil die erste Knotenspannung entspricht natürlich auch der Gesamtspannung hier über der Quelle. Die zweite Knotenspannung sind 4 Volt plus J 2 Volt. Das ist die Spannung hier über diesen Widerstand U2. Das ist auch das, was wir hier geschrieben haben. 4 Volt plus J2 Volt, das stimmt. Und die letzte Knotenspannung 6 Volt minus J2 Volt. Die letzte Knotenspannung ist die Spannung über den Widerstand R3. Das ist die Spannung U3. Die ist ja auch im Zeigerbild zu sehen. 6 Volt minus J2 Volt, das passt. Okay, der nächste Schritt ist, wir rechnen aus den Knotenspannungen diese Zweigspannung aus. Dazu brauchen wir erstmal diese B-Matrix, diese Inzidenzmatrix. Also B und dann steht da 1 minus 1, 0. Dann in der nächsten Zeile steht 0, 1 und 0. In der nächsten Zeile steht 1, 0 und minus 1. Und in der letzten Zeile steht 0, 0 und 1. Genau, dann haben wir diese Matrix.
Und jetzt kann man aus den Knotenspannungen oder der Matrix mal die Knotenspannung, die Zweigspannung ausrechnen. Also die Zweigspannungen als Vektor ergeben sich aus dieser B-Matrix mal die Knotenspannung als Vektor. Und das ausgerechnet bekommt man die Zweigspannung raus. U1 und U2 sind gleich groß. Das ist genau das, was wir hier im Zeigerbild schon gesehen haben. Dann die Knotenspannung, die Zweigspannung. Die dritte Zweigspannung ist die Spannung UL. Das ist die Spannung hier oben. 2 Volt plus J6 Volt im Zeigerbild. Und die letzte Zweigspannung ist die Spannung über den Widerstand R3, die Spannung U3, die hatten wir hier oben schon geprüft, die passt auch. So, jetzt wäre der letzte Schritt, noch die Zweigströme auszurechnen. Dazu brauchen wir diese Zweigadmittanzmatrix. Die nenne ich Y-Zweigmatrix. Und das ist eine Diagonalmatrix. Da gibt es einen Befehl für, um diese Diagonalmatrix zu füllen mit den Elementen, die auf der Hauptdiagonale stehen. Das sind immer 0,1 und 0,1. Und dann brauchen wir das YL, das waren minus 0,1J. Und der Widerstand R3 hatte auch nochmal den Leitwert 0,1 Siemens. Und dann kommt da diese Diagonalmatrix bei raus. Und daraus können wir dann den Vektor der Zweigströme bestimmen aus dieser Y-Zweigmatrix und die multipliziert mit dem Vektor der Zweigspannungen. Und dann kommt da dieser Vektor für die Zweigströme bei raus und natürlich die Zweigströme I1 oder der erste und der zweite sind gleich groß. Das sollte natürlich in dieser Reihenschaltung ja auch so sein, die von dem gleichen Strom durchflossen werden sollte und die beiden letzten Zweigströme sind auch gleich groß und die entsprechen auch diesen Strömen, die hier stehen. Und wenn man jetzt nochmal diese Probe macht und sage, ich nehme den ersten Zweigstrom und addiere dazu mal den dritten Zweigstrom, also jetzt diesen Wert plus diesen Wert, dann sollte da auch tatsächlich 1 rauskommen. Das ist der Gesamtstrom, das ist der Strom, mit dem wir hier mal gestartet sind. Also das passt alles. Jetzt kann man sich natürlich noch so ein bisschen überlegen, was macht halt diese Schaltung tatsächlich? Und diese Schaltung ist so eine klassische Phasendrehbrücke. Um das zu kennzeichnen, nehme ich jetzt hier mal nochmal einen anderen Stift. Jetzt ist ja das Bild ein bisschen verruckelt, aber das ist nicht so schlimm. Denn man nutzt eigentlich diese Brückenspannung hier als Ausgang. Also das nenne ich mal UBR für Brückenspannung. Und wo findet man die hier in diesem Zeigerbild? Die findet man von hier nach hier, von diesem Punkt zu diesem Punkt. Das ist die Brückenspannung. Und je nachdem, wie groß nun diese Frequenz ist oder wie groß man diese Induktivität wählt und diesen Widerstand wählt, verschiebt sich dieser Punkt hier. Nichtsdestotrotz werden ja die Induktivität und dieser Widerstand immer von dem gleichen Strom durchflossen. Das heißt, dieses Zeigerbild hier unten gilt immer noch und es gibt immer einen rechten Winkel. Also zwischen dem roten Pfeil und dem orangen Pfeil ist immer ein rechter Winkel, aber der orange Pfeil kann mal etwas kürzer werden und der rote etwas länger und andersrum. Also ne, eben sah das so aus. Und es gibt auch eine Variante mit einem kürzeren roten und einem etwas längeren. Oh, es ständig verschwindet das Bild wieder. Und taucht wieder auf. Aber wir können uns das vorstellen. Und die nächste Variante wäre eben, wir haben einen etwas längeren roten Zeiger und einen viel kürzeren orangen Zeiger. Aber es gibt immer hier diesen rechten Winkel und es gibt hier diesen rechten Winkel und dann könnte man sich überlegen, dass wenn man jetzt mal diese ganzen Punkte, wo sich diese beiden Orangen, der rote und der orange Zeiger treffen, verbindet, dann ergibt das einen Halbkreis, weil das ist der sogenannte Thaleskreis, der Satz des Thales unter einem Halbkreis, alle Winkel sind immer rechte Winkel und dementsprechend sieht halt diese Brückenspannung, wenn ich jetzt nochmal den anderen Stift nehme, die zeigt eben immer auf diesen Halbkreis. Je nachdem, wie groß eben das Verhältnis ist zwischen dem Blindwiderstand dieser Induktivität und dem Widerstand dieses Widerstandes R3 hier.
Und das heißt, diese Brückenspannung, die ist immer, sieht man wunderbar in diesem Zeigerbild, genau halb so groß wie die Gesamtspannung, weil das ist immer der Radius von diesem Kreis. Und den Winkel gegenüber der Gesamtspannung kann man eben einstellen von 0 Grad, hier wäre 0 Grad, und über 90 Grad bis zu 180 Grad. Das ist der Sinn und Zweck dieser Schaltung. Man bekommt hier am Ausgang, das ist sozusagen der Ausgang, eine Spannung raus, die immer halb so groß ist wie die Eingangsspannung. Und je nachdem, wie die Frequenz ist oder wie man eben den Wert der Induktivität und dieses Widerstandes wählt, das geht natürlich auch mit einer Kapazität. Man kann auch hier oben einen Widerstand hinbauen und hier unten eine Kapazität wählen und die zum Beispiel einstellbar machen, kann man den Phasenwinkel dieser Ausgangsspannung, dieser Brückenspannung wählen von 0 bis 180 Grad in Bezug auf diese Eingangsspannung. Das ist der Sinn und Zweck dieser Brückenschaltung. Mit der Kapazität hier ist die auch als Hausradbrücke bekannt, nach einem Ingenieur, Herrn Hausrad, der die zuerst mal beschrieben hat. Und wozu jetzt eben die Knotenspannungsanalyse extrem nützlich ist, ist also nicht nur für diese Schaltung, aber man stelle sich vor, man schließt jetzt an diese Schaltung, an diesen Ausgang tatsächlich was an, und ich nehme noch eine Farbe und das Bild wird immer bunter, und wir würden jetzt hier tatsächlich irgendwie was anschließen, was halt diese Schaltung belastet, ne? Also wo nochmal irgendwie hier ein tatsächlicher Widerstand angeschlossen ist zwischen dem Knoten 2 und diesem Knoten 3. Und wir wollten jetzt wieder wissen, wie groß sind diese ganzen Teilspannungen, wie groß sind diese Teilströme, die hier jeweils durchfließen. Und man wolle das klassisch ausrechnen, dann wird das jetzt auf einmal total schwierig, weil dieser Widerstand R1 ist nicht mehr zu dieser Induktivität parallel oder zu diesem Widerstand. Diese beiden Elemente hier unten sind auch nicht mehr direkt parallel, weil da ist ja immer dieser Brückenwiderstand dazwischen. Die sind auch nicht mehr in Reihe. Und die beiden hier drüben sind auch nicht mehr in Reihe, weil da ist ja dieser Brückenwiderstand dazwischen. Das Einzige, was man jetzt tatsächlich vernünftig machen kann, um dieses Problem zu lösen, ist, man könnte halt sagen, das hier zum Beispiel ist ein Stern und diesen Stern wandelt man in ein Dreieck. Und dann kann man mit so Stern-3-Transformation danach eben wieder sagen, okay, gut, diese beiden Elemente sind jetzt parallel, diese beiden Elemente sind parallel. Das jeweils ist in Reihe und dann ist halt dieses Element aus dem Dreieck dazu nochmal parallel. Das macht aber, obwohl wir jetzt in dieser Schaltung nur einen Widerstand hinzugefügt haben, die ganze Rechnung, wenn man das halt von Hand machen möchte, ohne Hilfe der Knotenspannungsanalyse, total kompliziert und total aufwendig, da jetzt wieder alle Spannungen und Ströme neu zu berechnen. Was ist jetzt der Vorteil der Knotenspannungsanalyse? Wenn wir diesen Widerstand hier in der Mitte hinzufügen, zwischen dem Knoten 2 und 3, es ist total einfach, das in der Knotenspannungsanalyse zu berücksichtigen. Das Einzige, was man machen muss, ist, hier würde jetzt ein neues Element für diese Admittanz dieses Brückenzweiges auftauchen. Und hier auch nochmal, weil das eben das Element wäre, was zwischen dem Knoten 2 und dem Knoten 3 auftaucht. Und das heißt, wenn ich diesen Widerstand hinzufüge, das Einzige, was sich ändern würde, ist, in der Matrix würden diese beiden Elemente hinzukommen. Und ja, es würde vielleicht noch eine fünfte Zweigspannung geben. Also hier die Matrix würde sich um eine Zeile und Spalte verlängern. Und aus dieser Matrix hier würde jetzt auch eine 5-Kreuz-5-Matrix werden. Aber ansonsten wäre das weiterhin total einfach, wenn man das einmal verstanden hat, wie das funktioniert, weiterhin total einfach, diese Schaltung mit der Knotenspannungsanalyse zu berechnen. Und wenn man das von Hand machen würde, wäre es total schwierig. Und das ist der Vorteil der Knotenspannungsanalyse.